Ja, ich habe ihn ein bisschen gesehen. Er ist nämlich so ein bisschen durch die. Was? Das war gerade ein bisschen komisch. Ich bin gerade in diesem anderen Pavillon darin und dann plötzlich so nach dem Motto: Okay, da ist der Boss einfach mal so ein bisschen durch die Wand geglitscht. Wie findest du unsere Prinzessin? Wer doch. Wie Bertha. Schwerter, Schwerter. Ach so, ach so. Das ist. Ja. Das ist eine Prinzessin, Alter. Verbeuge dich vor ihr. Ich sterbe für sie. Also, sie sind schon ein bisschen schwer, die Bosse. So, der nächste Advanced Boss. Das wäre dann Recream of Death. Ah, oder haben mich jetzt ausgewählt? Nein. Jetzt. Und dann zeige ich dir immer danach. Ja, genau, machen wir das Vom Burning Haze kriegt man dieses Katana. Ich ziehe mir meine andere Jacke an, damit das nicht. Nee, 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 lass das mal so. Nee, das ist auch scheiße. Nee, zeig einfach nur die Schwerter. Ah ja, jetzt hier, damit sieht man es gut. Hier, da ist das Schwert. Das sieht man auch schon vorher. Ishvalka seht ihr bei meiner Asna, weil. Ja. Ja? Ja. Ja, sieht man. Da seht ihr das Schwert so ein bisschen. Keine Ahnung, ob man es jetzt erkennt. Also, das ist so Man hat es komisch vorher schon ein bisschen gedreht. erkannt. Also, Da jetzt, ja. das ist das Schwert. Dann jetzt lass uns zum nächsten Boss. Jeder, der den Anime gesehen hat, kennt diesen Genossen in Rot. Ach, da ist er, ja. Dankeschön. Bitteschön. Nicht du. Ich weiß. Mir wurde gerade Essen gebracht. Da seht ihr ihn mal kurz. Okay, Holo Mission begun. Keine Ahnung, kann man jetzt bei dir gut erkennen, bei mir schon. Ja, also man bekommt ja diese Holo Mission Einblendung, da kann man ihn immer wunderbar sehen. Okay, dann lass. Von dem kriegt man das Dagger, jetzt lass dich töten. Trotzdem noch an. Vielleicht passiert ja ein Wunder und ich töte ihn. Alleine. Mit Asna. Oh mein Gott. Meine Asta Ich hilft bin auch tot. mit, aber bevor du ihn tötest, gewinne ich dreimal im Lotto. Schade. Bevor du ihn alleine tötest. Wie sind meine? Bevor du ihn alleine tötest. Ich werde dreimal im Lotto gewinnen. Töte ihn alleine, dann werde ich dreimal im Lotto gewinnen. Ich versuche es, aber ich bin schon gestorben. Also töte dich. Du lebst ja immer noch. Meine Asta ist so scheiße gewesen, sie hat mir so einen Heiltrank reingedrückt. Okay. Wusstest du nicht, dass das Nebencharaktere können? Doch. Der mir alles Asuna nutzt aber meistens ihre Heiltränke für sich. So, dann equippe ich. Ich ziehe jetzt einmal mal dieses Umbrella-Rüstungsding an, Ja, damit man die Waffen jetzt besser machen wir sieht. dann Queen of the Snowcap. So, guck dir jetzt mal das Dagger an. Ja. Schön blau. Ich behalte die Rüstung jetzt mal an, dann kriege ich mehr Schaden. Mach mal Deathcam, damit wir schneller sterben. Boah. Das Ist das finde ich. echt? Ist das ein Advance? Ah, Queen Saphir. Ah, okay, ich weiß, was man von der bekommt. Was denn? Das Scimitar, Krummschwert. Ach so. Hier kriegt man den Krummschwert, okay. Saphir. Ich werde dich besiegen. Traurig ist, dass ich gerade halt echt keinen Schaden bekomme. Warum? Keine Ahnung. Sollst keine Cheats eingeben. Ich gebe keine Cheats ein. Okay. Okay. Du hast es nicht anders gewollt. Prison Blade. Prison Blade. Du sollst sterben.
Dürrup. Hast du nass fast tot? Okay, jetzt sterbe ich langsam. Ich glaube, es liegt am Dagger, weil es meine Evasive Arts erhöht. Toll, Asna hat jetzt mich auch gehalten. Super. Sie ist fast tot, aber sie halten erstmal mich. Schön, danke. Jetzt ist sie tot. Sie hat dich doch ganz tolle lieb. Sie wollte nur, dass du überlebst. Ja, ich bin jetzt auch trotzdem gestorben. Und du bist jetzt auch gestorben. Gar nicht. Jetzt doch. Bin ich gestorben. Meine Asna lebt immer noch. Sie hat eine bessere Defense als du. Hat sie ja auch. Obwohl, was habe ich für eine Defense? Ich habe eine Defense von 802. Reborn of Flames hat mal, also Soul on Fire. Warte, erstmal zeige ich Queen Saphir. Queen Saphir ist das hier. Schön grün. Okay. Ja, Saphir halt, ne? Ein paar Ashes. Die heißt echt Ash. Okay. Ach so, das ist der Boss. Sieh den Advanced Boss. Ach so, sind wir jetzt beim Buster Lord? Ja. Rot. Von dem kriegt man die Buster Lord Axt. Geht schon rein. Wurde er schon schön gezeigt? Jetzt wird er gezeigt gerade. Und da ist so. Wie bitte? Was hast du mitgebracht? Alter! Just kidding me! I want to kill you! Na los! Na los, wir killen Advanced Boss. Ich bring 10.000 Minibosse mit. Okay! Und instant tot. Und du bist auch tot. Ich glaube, du wolltest einfach nur schnell sterben, kann das sein? Vielleicht. Ich wusste nicht mal, dass sie hinter mir sind. Okay, von dem kriegt man... Alpha Blade Dragon hatten wir noch nicht, ne. Den Alpha Blade Dragon, den will ich als letztes machen. Achso. Da zeigen wir vor dem Boss die Waffe, fangen dann den Boss an und beenden den. Okay, also der nächste ist der Tremor King. Okay, guck dir das mal an. Das ist der Buster Lord, den man kriegt. Ja, warte. Ah, okay. Ja, ich mag die Axt nicht. Warte, welcher Boss? Tremor King. Ja, wenn du die Dame anklausieren. Ich kann noch was rausschneiden, warum? Wie spät ist es? Es ist 15 oder 17. Ich würde sagen, wir machen aber auch noch die Advanced Bosse. Okay, nee, dann ist egal, weil sonst hätte ich gesagt, können wir kurze Pause machen, damit ich essen kann. Aber egal. Ach so, ja, aber wir machen jetzt einfach noch den Boss und dann können wir eine Pause machen. Ach, das ist das Vieh. Ja, das kenne ich doch. Siehst du? Boxen. Eine Boxen. Wie viele... Jetzt sind es ja nur noch Absoludia und... Das ist das Legion, davon kriegt man den Speer. Ja, du kannst ja danach noch den Speer zeigen und dann können wir fertig machen. Dann können wir eine Pause machen, weil ich habe ja auch gesagt, dass ich nur circa 15 Uhr Zeit habe. Nee, dann machen wir es jetzt einfach so, dann zeigen wir noch Absoludia, klatschen den noch und dann esse ich. Nee, wir machen das einfach so. Du zeigst jetzt noch gleich den Speer und dann sind wir fertig. Ja, ich bin ja sowieso ja gerade gestorben. Aber Absoludia müssen wir sowieso noch zeigen. Na, das machen wir denn das nächste Mal. Okay. Hast du morgen Zeit? Nicht wirklich. Naja, überhaupt Zeit. Wochenende mäßig. Ich schreib dir. Okay. Apropos, wir müssen ja noch Nummern austauschen. Ah, das machen wir natürlich logischerweise jetzt nicht. Ja, das ist klar. Schreib aber dann mein Playername in die Beschreibung des Parts, falls jemand Hilfe braucht im Chat. Jo. Los, stirb mal.
Ich versuche es. Bastardlord Axt, töte! Sieht aber nicht so aus, als würdest du gerade irgendwie sterben. Du bist immer noch im roten Bereich! Nee, jetzt lass mal Absoludia, lass mal Absoludia zeigen. Der Weg zu Absoludia dürfte nicht lang sein. Nee. Ist dir der Part schon zu lang? Nee, ich kann ja auch ein bisschen schneiden. Ich werde das sowieso ein bisschen zusammensplitten. Okay. Alles, was wir geredet haben, war umsonst. So, dann zeige ich mal schnell die Waffe. Das ist der Speer. Wir haben noch Ijebur vergessen. Warte, was gibt. Warte, dann zeige ich die restlichen beiden noch und die Bosse. Nee, die Waffen zeigst du dir dann. Noch nicht? Nee, noch nicht. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Okay. Von mir aus kann ich ja jetzt öfter dabei sein bei den Aufnahmen. Ich hab's also Leute, wir machen jetzt mal einen kurzen Schnitt und für euch geht es eigentlich gleich weiter mit den Advanced-Bossen. Aber für uns wird jetzt eine Zeit vergehen. Also wir machen mal einen ganz kurzen Cut. Ja, da sind wir wieder zurück hier bei Sword Art Online Holo Fragment. Wir sind dabei, die Advanced-Bosse zu klatschen und nach, ja... Klatschen von alledem. Ja, wir wollen die Boss jetzt klatschen und er ist auch wieder dabei. Der Dominik XXX oder Dominik, was auch immer. Weißt du, ihr seht, dass ich jetzt hier Story hab. Sag einfach Dominik, die X's sind still, die sagen nichts. Die sagen nichts. So, erstmal die Haare frisch nachgefärbt. Ja, und wir kämpfen jetzt übrigens gegen Ijevur oder wie die Quest hier heißt bei den Advanced Bossen, Blue Lava and Caint. Die Waffe zeigen wir euch denn später. Also, ich hoffe, du bist bereit. Ich und Asta sind unterwegs. Ja, ist jetzt einige Zeit vergangen und wow, das muss... Das sah jetzt gerade auch ziemlich witzig aus, weil du warst gerade nicht da und sie und Asta hing gerade in der Luft. Sehr schön. Ja, Leute, ich hoffe, ich höre mich trotzdem ein bisschen normal an, weil ja, ich hatte gerade einen kleinen Crit Rage. Den wievielten Part nimmst du ja eigentlich gerade auf, weil ich merke ja, dass du ziemlich weit voraufnimmst. Ja, ich glaube Part 40 sind wir. Oh mein Gott, wir sind gerade bei 12 Parts oben, Alter. Ja, das Ding, ich muss jetzt ziemlich viel im Voraus aufnehmen. Ja. Also, ziemlich viel, du hast hier fast das ganze Display im Voraus aufgenommen, oder ja, was? Diese Woche jetzt noch, glaube ich, bis Part 14 oder so, also brauch schon ein bisschen was an Puffer, damit ich die ganze Sache auch übersetzen kann. Ich habe ja auch zum Beispiel noch einiges an dem Vitrum-Material, was ich noch habe, diese 40 Parts sind ja alle noch gar nicht gerendert und bearbeitet, das muss ich ja alles noch machen. Und du hast mich jetzt nicht ernsthaft noch angeschrieben, oder? Ich hatte dich vorhin angeschrieben, ob du kommst. Jetzt wurde ich gerade zum Beispiel wieder auf WhatsApp angeschrieben. Gott sei Dank ist mein Handy ziemlich weit von mir entfernt. Ich würde sagen, wir teleportieren uns zu The Reaper of Fire Rages, oder? Mein Problem ist gerade, da hatte ich mich gerade hintippet, irgendwie ist die Door geclosed. Wir müssen mal gucken, wie wir durch die Tür kommen. Also soll ich mich nicht dahin teleportieren? Doch, komm einfach mal hin. Wir werden ja schon rausfinden, wie wir durch die Tür kommen. Ja, vielleicht habt ihr es schon bemerkt, ich schneide euch das ein bisschen zusammen. Weil würde ich euch die ganzen Advance-Bosse und das alles, was ich euch hier zeige, zeigen, dann ja, würde das Video wahrscheinlich mehrere Stunden lang dauern. Oder Minuten. Warte, bleibt mal ganz kurz stehen. Danke. Darf ich jetzt ausreden? Ja. Was tot ist, kann niemals sterben. Und wer dieses Zitat kennt, schreibt in die Kommentare, aus welcher Serie es ist. Ich weiß es nicht. Ja, und ernsthaft, jetzt guckt ihr schon wieder mit dem Rücken mich an. Aber den Gegner kennen wir schon, Leute. Und zwar aus Lost Song. Nur, dass er da um einiges kleiner war und man auf den Rücken steigen konnte. Ja, genau. Ich fand das immer total cool. Witzig. Bist du auch immer auf seinen Rücken gesprungen? Ja, klar. Da konntest du ihn eigentlich am effektivsten treffen. Und ich bin gestorben übrigens. Ja, und ich lass mich jetzt mit Absicht töten.
Aber den Sword Dragon, also das Absolutia, will ich versuchen wirklich zu töten. Und shit. Also da lasse ich mich jetzt nicht einfach wipen. Töte mich. Bist du so schwach oder warum töte ich? Oh mein Goodness. Töte mich. Oh mein Gott. Da sind noch die kleinen Bugs hinzugekommen. Weißt du, das ist traurig, ich bin immer noch nicht tot. Ich wehr mich nicht mal. Wahrscheinlich wird der. Hat sich der Bug getötet? Ja. Der Käfer hat mich getötet, nicht der Boss. Das ist ziemlich traurig für den Boss. So, wie heißt jetzt denn. Ach ja, warte, Moment. Lass mal den Hammer zeigen. Der Hammer. Der Hammer ist voll der Hammer. Du musst dir vorstellen, ich hatte mal alle, wirklich alle Avatar-Waffen außer die Axt. Ich hab dazu immer nur gesagt, ich habe alle Avatar-Waffen außer die verdammte Axt. Und dann hast du sie irgendwann bekommen. Und jetzt hast du sie und jetzt fühlst du dich cool. Naja, jetzt hab ich alle Waffen. Ziemlich cool. Nee, also man kann sich cool fühlen, wenn man alle Waffen im ersten Moment fühlt man sich cool, im nächsten Moment ist es dann irgendwann langweilig. Okay. So, wie heißt jetzt der nächste Gegner? Hast du den Hammer jetzt ausreichend gezeigt? Ja, Hammer mal gezeigt. Okay, der nächste heißt Absolutia. Absolutia, the Blade Dragon? Genau. Okay. Und den will ich wirklich klatschen. Aber warte okay. Mal, bevor wir jetzt den klatschen, will ich mal kurz in meine Freundesliste gucken, ob der Chuchu vielleicht angekommen ist.